Arzneistoffe. Arzneistoffe sind die Stoffe, die bei der Herstellung eines Arzneimittels, eines Medikaments, als arzneilich wirksamer Bestandteil verwendet wird. Arzneistoffe werden typischerweise verwendet in Kombination mit sogenannten pharmazeutischen Hilfsstoffen. Manchmal kann auch ein Arzneistoff direkt zum Arzneimittel verarbeitet werden. Der pharmakologisch wirkende Stoff, die sogenannte Wirksubstanz, kann vom Arzneistoff verschieden sein. Es gibt also Arzneistoffe, die Wirksubstanzen enthalten und die dann in Arzneimitteln hineingebracht werden. Man kann unterscheiden die sogenannte Naturstoffe als Arzneistoffe und es gibt die synthetische Stoffe als Arzneistoffe. Und schließlich gibt es auch die biotechnologisch hergestellten Arzneistoffe. Also, zunächst gibt es die Naturstoffe, das können Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen sein oder von ihnen produziert werden. Und besonders beliebt sind natürlich die Phytopharmaka, also die Pflanzenheilstoffe, die Pflanzenarzneistoffe. Einige Naturstoffe werden aus biologischem Material extrahiert, andere werden synthetisch hergestellt und bei anderen ist das biologische Material der Arzneistoff. Anders ist es mit den synthetischen Stoffen, die werden eben synthetisch hergestellt, eben in der pharmazeutischen Industrie. Heutzutage gibt es auch eine Reihe von biotechnologischen Stoffen. Das geht entweder über die Gentechnik oder es gibt eben auch so verschiedene fermentierte Stoffe. Soweit zum Thema Arzneistoffe, beziehungsweise im Ayurveda gibt es auch verschiedene Arzneistoffe, die zusammengeführt werden zu einem Arzneimittel. Es gibt manche Arzneimittel im Ayurveda, die bestehen nur aus einem Stoff. Man könnte auch sagen, letztlich ein Gewürz kann auch ein Arzneistoff sein. Es können aber auch Extraktionen aus Pflanzen oder Mineralien sein, die man zusammenfügt zu einem Arzneimittel. Und auch im Ayurveda gibt es dann verschiedene Darreichungsformen oder auch verschiedene Füllstoffe. Kann zum Beispiel auch Honig sein, kann auch Zucker sein, könnten auch Öle sein, in die Arzneistoffe hineingegeben werden. Und das macht dann schließlich das Arzneimittel aus.